Ich freue mich auf die Spiele. Schauen wir mal. Macht auch Spaß, immer wieder die anderen Sportarten zu treffen. Victoria, hallo, wie geht's? Hallo, ja, danke, gut. Wo sind wir denn da hier in diesen, auf diesem wunderschönen Gelände? Ja, wir sind in Lachleiten und ich bin da daheim und darf da trainieren. Früher hat auch die Mama da trainiert, bis sie dann 94 die Karriere beendet hat. Und dann ist es eigentlich fließend übergegangen, dass ich dann ein bisschen angeschlossen habe. Wie viele Pferde habt ihr hier? Ein paar. Boah, okay, ein paar. Es gibt ein paar. Blind Date, dein Pferd, ist hier auch. Ist, wo sieht man das? Ja, genau, die Blind Date ist da auch zu Hause, seit 2012. Und ja, wir können uns gerne besuchen gehen. Besuchen wir es, weil du vorher die Mama erwähnt hast. Ist die auch da? Ja, Mama wartet schon auf uns. Ist sie stolz? Ich glaube schon, aber das können wir uns ja selber fragen. Dann fragen wir es. So, das ist ja weh. Wie groß ist das? Darf man das sagen? Das weiß ich nicht, ganz ehrlich. Wirklich? Nein. Du weißt nicht, wie groß dein Haus ist? Nein, ich weiß, die Reithalle hat 20x60, aber alles andere. 20x60, okay. Aha, okay. Ah, okay. Wow. So, das ist jetzt die Reithalle. Willkommen. Wow, Haufen Pokale. Ja. Ist es eigentlich ein Vorteil, wenn die Mama so erfolgreiche Sportlerin ist als jetzt Trainerin, oder ist es dann so wie beim Tiger Woods, dass man ab 3 Jahren schon ziemlich hintrillt wird vom Papa? Training ist überhaupt kein Thema. Das Training macht aber eigentlich immer nur großteils der Papa. Ja. Und ja, hat zumindest das wachende Auge drüber. Und die Mama ist sehr, sehr unterstützend in allen anderen Dingen und ist natürlich auch immer im Background und hat ein Auge drauf. Und ich bin schon sehr, sehr happy über die Möglichkeiten. Die sind nicht selbstverständlich und da kann ich mich wirklich glücklich schätzen. Das glaube ich, weil nicht jeder hat ein Schloss mit einem Pferdegestüt daheim. Das ist aber ein Haufen Arbeit. Gehen wir es mal suchen. Suchen wir es mal. Ob die Mama stolz ist oder gefragt. Ist die Mama stolz? Ja, natürlich ist man stolz auf seine Tochter. Ich glaube, ich kann man auch stolz sein, oder? Ist sie eher ein störrisches Kind gewesen, die sie eher nichts sagen hat lassen oder doch eher dann gehorcht hat? Also beim Papa ist zumindest bis zu einer gewissen Zeit eigentlich nicht störrisch gewesen, dann schon einmal. Ja, und bei mir, gut, Mutter und Tochter, das ist halt einfach so ein eigenes Verhältnis. Einmal störrisch, einmal nicht so. Ich glaube, das ist ganz normal, wenn man in der Familie so eng zusammenarbeitet, dass da halt, wenn dann einmal verschiedene Meinungen aufeinander prallen, dass das dann vielleicht auch ein bisschen mehr Raum für Emotionen gibt. Aber im Großen und Ganzen sind wir eigentlich recht happy, dass das so gut funktioniert. Wie hätten Sie reagiert, wenn der Fokus jetzt nicht so aufs Pferd gewesen war, sondern vielleicht auf Schachspielen zum Beispiel? Also Schachspielen hätte ich ja jetzt nicht, glaube ich. Weiß ich nicht, ob Sie jetzt so zutraut oder wie? Jetzt wird's spannend. Ich weiß es nicht, ich habe die Vicky eigentlich noch nie mit Schachfigur gesehen. Also wenn es was anderes gemacht hat, hätte es was anderes gemacht. Rio, was ist drin? Ah, das dürfen Sie mich nicht fragen, das müssen Sie die Vicky fragen. Ich hätte aber gerne einmal Sie gefragt. Also wichtig ist einmal, dass wir mit dem Pferd dort gut hinkommen und mit dem Pferd gut wieder heimkommen. Und ich bin ganz sicher, dass die Vicky dort alles tun wird, dass eine gute Leistung bringt. Aber letztendlich ist der Sport, ja, es ist Sport und man weiß nicht, wie man dort mit den Bedingungen klarkommt. Das weiß man auch, es ist für die Beate eigentlich erst das zweite wirklich große Turnier. Sie ist einerseits ein sehr leistungsbereites Pferd, aber man weiß natürlich auch nie, ja, wie es ihr da drum gefällt. Also dahingehend sind Prognosen eigentlich sehr schwierig zu treffen. So, das ist das Solarium. Ja, genau, das Solarium ist vor allem gut für die Muskulatur, zum Aufwärmen vor dem Training. Dann sind die Pferde gleich ein bisschen warm. Und nach dem Training, wenn es schwitzt, quasi sie angestrengt haben und schwitzen. Und es taugt dann auch. Also, ich glaube, man sieht, die Niste sind da im Warmen ein bisschen. Es ist sehr entspannend. Aber eben nicht unbedingt dazu, dass sie braun werden. Ich wollte gerade fragen, was kostet ein 10er Block? Naja, das bei uns ist Gott sei Dank Radrad, aber normal kostet es immer für ein paar Minuten 1 Euro. Also wir haben die Münzautomaten nicht installiert, aber bei uns dürfen sie ein bisschen länger stehen, Gott sei Dank. We'll be right back.
geht's? Vorbereitung war okay vor dem Turnier? Nö. Wie viele Trainingseinheiten brauche ich da, dass ich mich da qualifiziere für Rio? Das kann man daran eigentlich schlecht messen. Also wir trainieren an sich jeden Tag, ja. Beziehungsweise gibt es 1 bis 2 freie Tage die Woche, wo man nur leicht bewegen oder wo es rausgeht. Also die Blind Date beherrscht das Grand Prix-Programm, also die Lektionen, die dort gefordert sind. Und wir werden natürlich versuchen, sie bestmöglich motiviert nach Rio zu bringen. Jetzt stelle ich mir als Reisender natürlich die Frage, jeder kennt es. Handgepäck, kein Problem, aber wo tue ich ein Pferd hin im Flieger? Ja, das Pferd reist extra mit Charterflieger quasi. Ja. Also die Blind Date wird mit dem LKW nach Lüttich fahren, oder beziehungsweise sie fährt nicht selber. Sie fährt nicht selber. Führerschein hast du auch schon? Hey, cool. Ah, der ist nicht. Und dann von Lüttich mit den anderen Pferden, die aus Europa zu den Olympischen Spielen gehen, gemeinsam im Flieger reisen. Dann hoffen wir, dass das aus dem Blind Date ein Gold Date wird. Das lassen wir dahingestellt. Ah, ich freue mich auf die Spiele. Schauen wir mal, erst einmal gut ankommen. Und nicht für den Copacabana gehen, gell? Ich sag das. Weißt du, Brasilien ist gefährlich. Ein bisschen Strand wäre schon nett, glaube ich. Vielleicht anschließend. Nein, aber. Ja. Ich kenne den Blick, ja. Ich weiß genau, was dir da jetzt durch den Kopf geht. Strand ist super, gell? Ja, und die Ohren auch schon gespitzt. Mhm. Sowieso.